Servus und willkommen in diesem Video. Jeder normale YouTuber würde erstmal seine Werkstatt aufräumen, bevor er sie in einem YouTube-Video zeigt, um zu zeigen, wie diszipliniert er ist, aber nicht auf diesem Kanal. Mir ist es wichtiger, jetzt erstmal dieses Video zu filmen, weil es hat sich auch wieder verzögert und deswegen will ich das jetzt unbedingt abhandeln, damit der Gewinner des Eintopfs endlich mal bestimmt wird. Und heute ist das Verlosungsvideo. Einige von euch haben ja mitbekommen, dass ich gerade vor kurzem in Berlin im Kraftwerk beim Nils Hohmann war. Diesbezüglich gibt es vom Nils auch ein Video, das verlinke ich hier oben, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung von diesem Video hier. Es wird auch auf diesem Kanal Videos folgen zum Kraftwerk. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das war eine witzige Zeit beim Nils wieder und wir haben über einiges gesprochen und auch einiges dort gemacht. Aber dieses Video hat jetzt Vorrang, weil ich das ja versprochen habe, eigentlich zum Ende Oktober und jetzt haben wir schon Anfang November und ich will so ein bisschen in der Zeitrange bleiben. Darum machen wir heute die Verlosung vom Eintopf. Hier seht ihr den Eintopf, er steht fast unverändert da wie das letzte Mal, also Probefahrt habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich weiß ja, dass er fährt. Ich habe ja Anfang des Jahres, bin ich ja 2-3 Mal noch mit dem alten Fender und so rumgefahren, viel hat sich ja da nicht verändert. Also der Benzinkanister lässt einiges vermuten, also ich habe sie jetzt auch schon Probe laufen lassen. Vielleicht bringen wir das dann ins Abholvideo rein, weil ich wollte eine Probefahrt machen, aber immer wie ich Zeit gehabt habe, war das Wetter halt relativ schlecht und ich wollte die Maschine halt nicht vollkommen einsauen. Ich hoffe, dass ich diesmal auch ein Abholvideo machen kann, aber das liegt natürlich am Gewinner, ob er sich zeigen will oder nicht. Und es kommt auch darauf an, wo der wohnt und ob das Ding mit der Spedition abgeholt wird und so weiter. Also bei der Sky Team Gorilla hat es ja gut geklappt, das Video verlinke ich auch mal hier oben. Und jetzt fangen wir gleich an, beziehungsweise ich zeige euch mal den Versuchsaufbau. Für die Bestimmung des Gewinners habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe eine statische Berechnung gemacht, um eine höchst fragile Konstruktion hier zusammenzusetzen. Und zwar wird der Gewinner so bestimmt, dass ich halt eine der Dosen hier runterschieße mit einer Hochpräzisionswaffe. Die zeige ich euch gleich. Und das Ganze funktioniert so, es waren insgesamt 154 wo jetzt mitmachen, beziehungsweise stimmt nicht. Es waren viel weniger, die mitgemacht haben, aber insgesamt kommt man auf die Zahl 154, wenn man die Summe der Spenden zusammenzählt. Das ist ja eine dreistellige Zahl, also werde ich zuerst nur auf 2 Dosen schießen, und zwar 0 und 1. Und damit bestimme ich, ob es über 100 oder unter 100 ist, je nachdem, was ich treffe. Wenn ich 0 treffe, dann ist es natürlich von 0 bis 99 oder von 1 bis 99. Und wenn ich die 1 treffe, dann ist es von 100 bis 154 sozusagen. Ne? Und dementsprechend werde ich dann, wenn ich zuerst die 1 treffe, werde ich dann nur die Dosen von 0 bis 5 hinstellen. Und dann bin ich dann ja über 100, weil es waren ja da 154 und am Schluss dann nur die 4 Dosen. Wenn ich aber unter 100 bin, dass ich die 0 als erstes runtergeschossen habe, dann natürlich von 0 bis 9 und dann dementsprechend halt weiter, nochmal von 0 bis 9. Wer das nicht verstanden hat, ist auch nicht schlimm, das wird sich jetzt im Video ergeben. Jetzt zeige ich aber euch zuerst die Schusswaffe, die ich verwenden werde. Die Dosen sind jetzt nicht leer, da ist überall noch Lack drin. Also die sind schwer und eine normale Nerf, die ich bisher immer benutzt habe, wird wahrscheinlich nicht die Power haben, um so eine Dose runterzuschießen. Deswegen habe ich mich in der Waffenkammer meiner Kinder bedient und habe die Nerf hier ausprobiert. Die sind ja sehr gut ausgerüstet. Pazifisten sind sie nicht gerade. Und die Nerf schafft es aber auch nicht. Aber wir haben noch ein Spielzeug, das es packt. Und zwar die Hunde-Nerf. Also die Hunde-Nerf ist eigentlich dazu gedacht, nicht um Hunde abzuschießen, die schießen Tennisball, sondern um den Tennisball wegzuschießen, der Hund holt es halt wieder. Ne? Nicht, dass da jetzt irgendjemand denkt, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie man die spannt. Aha. Weil, die hat schon relativ Dampf. Ah, so. Okay, also ich schieße jetzt mal damit, dass ihr mal seht, was damit gemeint ist. Natürlich, die Voraussetzung ist auch, dass ich eine Dose treffe. Kann auch sein, dass ich das ganze Konstrukt treffe. Also das ist jetzt ein Probeschuss, ob das überhaupt funktioniert. Und ich werde gucken, dass ich dabei so in die Kamera gucke. Kann auch sein, dass ich ein paar Mal nebendran schieße, weil ich halt nicht ziele. Aber machen wir mal jetzt den Probeschuss. Ja. Also es würde funktionieren. Das Ding ist nicht präzise. Also ich weiß nicht, wie ich euch das belegen soll, aber
wenn ich jetzt, ich versuche jetzt mal irgendwie die 400 zu schießen. Wir geben das so rum. Und mal sehen, was ich treffe. Jetzt Kim und Kong gibt es doch sowieso nicht. Aber ich versuche relativ genau zu zielen auf die 4. Mal sehen, ob ich die 4 treffe. Naja, es war knapp vorbei. Also so unpräzise ist es dann auch nicht. Aber wie schon gesagt, ich werde beide zielen. Sonst würde ich mir eine andere Konstruktion hier raussuchen. So, aber ich finde das eigentlich ganz witzig, die Hunde mal. Probieren wir nochmal die 4 runter zu schießen. Wow, das hat jetzt richtig gut funktioniert. Bin ich selbst überrascht. Aber jetzt fangen wir an mit der Verlosung. Mal gucken, wie das funktioniert. Also zuerst 0 und 1. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin schon ein bisschen das Spielkind, weil mir macht das auch irgendwie Spaß. Also ich versuche mal hier zwischen die Dosen zu zielen. Drehe mich zu euch und drück ab. Ah, jetzt habe ich die 0 runtergeschossen. Also ich zeige es euch mal, bevor ich hinlaufe, ohne Schnitt. Also die 1 steht noch, das heißt von 0 bis 99. Ich bitte schon ein bisschen um Verzeihung, weil ich will damit mit möglichst wenig Schnitte arbeiten. Und ich stelle jetzt auch die Dosen irgendwie hin, dann ist es ein bisschen gerechter. Wir stehen jetzt durcheinander, also nicht 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern irgendwie halt, bis es jetzt gerade gibt. Ich zeige euch die Reihenfolge mal, dann könnt ihr später besser nachvollziehen. So, also ihr seht, da hinten ist 9, 8, das war jetzt purer Zufall, da ist kein richtiges System drin. Ich bin mal, jetzt muss ich halt ein bisschen auch die Waffe bewegen. Ja, die Nerv habe ich schon, jetzt brauche ich nur noch den Hund. So, jetzt geht's weiter. Wie ich das jetzt mache, dass mir das fair ist, müsste ich eigentlich so ein bisschen bewegen. Jetzt versuche ich wirklich mal über die Kamera zu zielen. Das kann jetzt sein, dass es ein paar Fehlschüsse gibt, ne? Dass ich ganz davor, dabei vorbeischieße. Ne? Aber jetzt irgendwann drücke ich ab. Ja, das ist natürlich eine schlechte Situation. Das müssen wir wiederholen. Ich muss die weiter auseinanderstellen, sonst wird es glaube ich nicht. Brutales Teil. Ah, jetzt ist auch mehr Bewegung drin. Es ist geil, über Kameradisplay zu Ziele. Jetzt schwenke ich noch ein bisschen rum. Ja, das war klar, dass das passiert. Der erste Fehlversuch. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht 20 Minuten geht, weil ich dauernd Fehlversuch habe. Eine Dose ist gefallen. Ja. Mit der Kamera runter. Gehen wir mal. Also wie schon gesagt, die waren ja nicht in Reihenfolge gestanden. Guck mal, welche Dose das ist. Und es ist die Nummer 1. Eieiei. Jetzt sind wir dann bei... Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich das vorhin gesagt habe. Also wir sind dann zwischen 10 und 20. Ne? Jetzt lasse ich sie eigentlich gerade so stehen. Weil dann können wir dann 11 entweder schießen oder 10. Ja, geht auf. Das Einzige, was wir nicht schießen können, ja, ist halt die 20. Ist aber logisch, wir sind ja von 10 bis 19. Schon hätten wir die 2 ja runterschießen müssen. So. Oh, ohne Display ist das kacke. So, habe jetzt gerade nochmal das Display ausklappen müssen. Jetzt versuche ich mal irgendwas an der Seite zu treffen. Ne, aber wobei ich da auf dem Kameradisplay wirklich nicht bestimmen kann, wo ich wirklich hinziele. Jetzt ist der letzte Schuss. Und zwar...
Ja. Ihr seht, ich habe die Dose in der Hand, normal nehme ich immer die Kamera hin. Die Nummer 9. Ne? So rum war es nicht gestanden, also es war keine 6, war 9. Ja. Auf der Liste sind alle erfasst, sowohl die, die Paypal benutzt haben, als auch die Überweise. Und hier sehe ich die Namen und die Adressen und das ist ganz normal durchnummeriert. Aber jetzt kommt der Punkt wie immer, ich werde den Namen nicht nennen, ich gebe nur einen kurzen Hinweis. Und heute um 20 Uhr bekommt der Gewinner eine E-Mail, wo drin steht, du hast gewonnen. Und dann warte ich darauf, dass der sich auch meldet und hoffe, dass das auch passiert. Ja, die Nummer 19, also das ist bereits schon das erste Blatt, das ist ja super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das ist der zweitletzte. 20 sind pro Seite erfasst, also stimmt die Durchnummerierung auch. Die Initialen wären der Vorname M und der Nachname P. Und die erste Ziffer der Postleitzahl ist 3. Wo ist ein 3? Das ist irgendwo Ostdeutschland, oder? Nee, das müsste Ober Hamburg die Richtung sein. Ich weiß es gar nicht genau, müsste ich jetzt auch nachgoogeln. Hier habe ich E-Mail-Adresse, das ist auch wunderbar. Also kann ich dem Gewinner direkt um 20 Uhr eine E-Mail schreiben, beziehungsweise die formuliere ich jetzt vor und dann schicke ich sie Punkt 20 Uhr ab und dann kann der auf sein E-Mail-Konto gucken. Falls jemand dabei ist, der mit M und P anfängt und mit Paypal mitgemacht hat, weil das ist nämlich so eine, und die Paypal-Adresse nicht die eigentliche E-Mail-Adresse ist, dann mir bitte noch einmal E-Mail schreiben, nicht, dass ich halt eine E-Mail mitten ins Valhalla schicke oder er die E-Mail halt nicht abrufen kann, was auch immer. Das war ja auch schon mal der Fall. Ja, und dann hoffe ich, dass wir ein Abholvideo machen können und dann machen wir auch die Probefahrt von dem Eintopf hoffentlich in das Abholvideo nahe, wenn jetzt filme ich zwischendrin, wenn das Wetter gut ist und ich auch Zeit habe. Das ist halt in letzter Zeit wirklich selten der Fall gewesen, beziehungsweise gar nicht, weil ich halt auch vor kurzem viel gemacht habe. Das war jetzt mal wieder so ein Verlosungsvideo. Ich habe versucht, das möglichst gerecht zu machen, aber zu 100% ist die ganze Konstruktion hier halt nicht. Aber ich habe es halt hier so gemacht. Das letzte Mal habe ich es ja per Computersoftware bestimmt und es ist gar nicht gut bei euch angekommen. Deswegen habe ich gedacht, jetzt mache ich mal wieder sowas in die Richtung. Und das fand ich eigentlich so ganz witzig. Es hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Der Gewinner bekommt jetzt Bescheid. Ich hoffe, es gibt ein Abholvideo. Und das nächste Video wird um das Kraftwerk in Berlin gehen. Wird aber ein sehr interessantes Video, weil das ist eine Seite vom Kraftwerk, die den Nils in seinen Videos nicht so gezeigt hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und tschüss.